Hallo Leute, seit einigen Tagen habe ich ein kleines Problem mit meinem Firefox-Browser. Immer wenn ich einen neuen Tab öffne, öffnet sich von MyStart eine Seite, Hersteller ist denn die Inkreditbar, und das nervt mich völlig, weil das überhaupt nicht zu meinen Einstellungen passt. Aber die Lösung ist denkbar einfach. Wenn ihr also dieses blöde MyStart loswerden solltet, dann passt einfach auf, denn es sind nur ein paar ganz kleine Schritte, die man dort machen muss, damit man dieses wieder los wird. Als erstes öffnet ihr euren Firefox-Browser. Dann geht ihr bei und schreibt diese Zeilen hier: About, Doppelpunkt, Config, in die Adresszeile des Browsers und drückt dann einfach auf Enter. Jetzt kommt hier, ich werde mal ein wenig zurückzoomen, ein Hinweis, schon ein wenig lustig, ich werde vorsichtig sein, versprochen, und wir klicken hier einmal auf ich werde vorsichtig sein. Es öffnet sich nun ein Bild mit sehr vielen Einstellungshinweisen. Wir suchen diesen hier. Ich lasse ihn einmal ein bisschen länger stehen, damit ihr mitschreiben könnt. Ich gehe bei und kopiere ihn mir einfach. Rufe mir den Firefox auf und schreibe, das oben in die Suchzeile hinein und drücke wieder auf Enter. Da habe ich ihn dann auch schon gefunden. Nun klicke ich mit der rechten Maus einmal auf diese Zeile und gehe auf ganz unten zurücksetzen. Die Werte haben sich dann dementsprechend geändert. Ein Schritt noch und dann sind wir fertig. Das nächste, was wir oben in die Suchzeile eingeben müssen, ist diese Textzeile hier. Da ich diese schon geschrieben habe, brauche ich sie nur einfach kopieren und füge sie gleich in die Suchzeile ein. Für euch lasse ich sie noch mal ein bisschen länger stehen, damit ihr sie in aller Ruhe abschreiben könnt. Ja, ich habe die Zeile in der Zwischenablage. Nehme die andere raus, rechte Maustaste einfügen und schwupps, da habe ich sie. Hier machen wir jetzt einmal genau das Gleiche. Klicken mit der rechten Maustaste hinauf, sagen zurücksetzen. Ich habe das bereits gemacht und deswegen ist bei mir das Zurücksetzen, wir müssen scharf stellen, das ist ein bisschen schwierig hier, nicht schwarz hinterlegt. Aber nachdem ich auf Zurücksetzen geklickt habe, ist hier auf dieser Seite wieder der Wert Google entstanden und das blöde, beknackte MyStart ist verschwunden. Wunderbar soweit. Danach macht ihr den Browser einfach zu. Und behalten das in ganz, ganz schlechter Erinnerung. Also Browser einmal schließen. Ja, alle Tabs schließen. Jetzt gehe ich bei. Und guck mal, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das bei mir hier auf dem Kasten aussieht. Öffne meinen Firefox erneut. Und schwupps, siehe da, da kommt meine Google-Seite, die ich haben möchte. Und ich möchte sie auch haben, wenn ich einen neuen Tab öffne. Hurra, es klappt wieder. Ist das nicht wunderbar? Dann gehe ich doch noch glattwegs einmal auf meinen YouTube-Kanal für euch. Ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen.